uns jetzt mit der Frage auseinandersetzen, wie man die Innen- und die Außenorbits voneinander abgrenzt. Das ist ja wichtig. Ich erkläre es einmal sozusagen vorab und dann gebe ich nochmal einen genauen Text dadurch, sodass wir sozusagen das nochmal ganz von Anfang an haben. Wir haben schon rausgearbeitet, und das reicht eigentlich, um es zu verstehen, dass man das ja auch näher einteilen kann. In das junge Holz und in das alte Holz. In das junge Feuer und in das alte Feuer. Und jetzt sieht man, dass da eine Richtungsänderung stattfindet zwischen jung und alt. Und das bedeutet, dass der Skifluss oder der Übergang verzögert wird. Das heißt, hätte ich einfach nur vier Drehrichtungen, dann würde das Rad der Wandlungsphase sozusagen wie so ein Hamsterrad, wie Speedy Gonzales, durch die Wüste rattern. Und das geht nicht. Sondern interessant ist, dass das immer eine Verzögerung erfährt. Und das braucht man sozusagen, um die Feinregulationen zu kriegen. Zum Beispiel die Geschwindigkeit aller Lebensvorgänge. Das zweite Ding ist, dieser Verzögerung und die Feinregulation wird da gemacht. Und damit ist verbunden. Aber es ist doch keine Richtungsänderung, es ist doch nur eine andere Steigung. Naja, im Grunde ist es schon eine Richtungsänderung. Ach so, okay. Ja, und hier ist das sogar besser zu sehen. Um 45 Grad. Das heißt, da wird die Kraft der Wandlungsphase mit dem Kosinus des Winkels verbunden und das bedeutet, bei 45 Grad hat man nur noch die Hälfte der Kraft. Ja, ich weiß, die Holz ausmacht, ne? Man nur noch die Hälfte der Kraft des Holzes. Dürfen wir sagen? Ich sage es extra so einfach vorab, wir könnten nochmal in ein zusammenhängendes Gerüst gießen. Aber für den allerersten Moment, und so steht es auch nicht in dem Buch. Das sage ich mal, damit man es noch von der anderen Seite mal sieht. Wenn man ein Auto nicht in diese Richtung zieht, sondern in diese Richtung, ist die Hälfte der Kraft vergeblich. Die ist bei Null, wenn ich in die Richtung ziehe. Dann kann ich überhaupt nicht nach vorne fahren. Und sie ist die Hälfte, wenn ich in die Richtung ziehe. Das nennt man den Kosinus des Zugwinkels. Aber kann man im Auto genauso gut ohne Mathe machen. Das heißt, wenn das hier Holz ist, aber tatsächlich ziehe ich in diese Richtung, dann ist das nur noch halb so Holz. Wenn das hier Feuer ist und ich ziehe in die Richtung, dann ist das nur noch halb so Feuer. Klar? Mit anderen Worten, da liegt eine Art Verzögerung drin, je nachdem in welcher Ebene man das zeigt. Eine Verzögerung gleich Richtungsänderung. Und deshalb ist drittens so, dass deshalb konstruiert wird, da wird das Qi ja aufgehalten und damit wird es gesammelt. Ist also ein Zwischenspeicher
von Qi. Daher Holokan. Sagt man so. Oder Orbis Horealis, wie die Scheune, in der ja nichts für ewig liegt, sondern nur als Zwischenspeicher drin liegt. Der eigentliche Speicher ist nämlich dieser Orbis, denn da liegt ja die Hauptenergie drin gespeichert, in Form von Jing übrigens, dem Struktivpotenzial. Es gibt deshalb Speicher und die verzögerten Durchtritte. Okay? Und immer wenn sozusagen die alte Wandlungsphase einsetzt, dann bedeutet das eine Verzögerung der Grundrichtung, eine Verlangsamung. Und damit kann ich die Regulation dieses ganzen Rades beschleunigen oder also die Geschwindigkeit regulieren und damit sozusagen dafür sorgen, dass das ganze Rad nicht umstürzt vor lauter Tempo. Deshalb ist das Verzögerung, Richtungsänderung und Feinregulation. Natürlich ist klar, wenn da ein Verzögerungsmomentum ist, dann ist auch sozusagen der Skifluss an der Stelle etwas verzögert. Und deshalb greifen äußere Agenzien stärker an. Deshalb sagt man, wenn die äußeren Agenzien da angegriffen haben und schneller die Leitbahn befallen, dann sind die im Vergleich zu den anderen Orbis eigentlich mehr außen gelegen. Und daraus resultiert das Postulat, es gibt Innen- und Außenorbis. Äußere Orbis werden von äußeren Agenzien leichter befallen. Entsprechend werden innere Orbis von inneren Agenzien leichter befallen. Aber dieses zweite Postulat ist schon abgeschwächt. Wir nähern uns also einem ganz interessanten Thema. Das ist die Reihenfolge der Postulate. Damit wird es nochmal logisch. Ne? Es gibt nämlich vorgeordnete Postulate und nachgeordnete. Oder um zu sagen, sicherere Schlüsse und nachgeordnete. Nicht ganz so. Ja, ich will sagen, für bare Münze, aber doch nicht ganz so streng zu nehmende, nicht ganz so höher, so hoch zu priorisierende Theorien. Und die nachgeordneten Theorien werden jetzt immer ausgefeilter, bis einige von denen dann auch mal umkippen und sind gar nicht mehr so nützlich. Das gibt es dann im Verlauf der Medizingeschichte, wie in der westlichen Medizin auch. Dass es immer wieder mal Momente gibt, in denen zu viel Theorie entsteht, die dann wieder über Bord geworfen wird. Und deshalb gibt es auch in der chinesischen Medizingeschichte Schriften, die sich sozusagen in bestimmten Individualspekulationen zu sehr versteigen, den praktisch sinnvollen Rahmen sprengen und deshalb auch wieder ausgesondert werden. Solche Vorgänge sind unglaublich wichtig für ein Medizinsystem, weil ja immer spekuliert werden muss und gleichzeitig immer wieder pragmatisch geschaut werden muss, ob es richtig ist. Man könnte das in der westlichen Medizin auch zeigen, zum Beispiel an der Geschichte der Behandlung und der Konzepte von Magengeschwüren. Während in der Zeitschrift für Wehrtechnik hieß sie, glaube ich, die ich zufällig im Pathologischen Institut noch entdeckte, in den 40er Jahren gesagt wurde, es ist ein Mangel an Ordnung, der dazu führt, dass der Frontsoldat eine Gastritis bekommt. Durch die Front ist eben die Ordnung gestört. Das ist eine sehr, sagen wir mal, ordnungslastige und strenge These. In den 50er Jahren wird gesagt, das ist doch ein Bakterium. Das ist doch eine Entzündung. Entzündungen kommen doch Bakterien zustande. Geben wir mal Wismutsalze. Die machen Bakterien ja auch tot und behindern ja auch die Säurebildung durch Pufferung.